Und es können 0,7% der europäischen Wähler vertreten durch diese Regierung blockieren. Hat das irgendwas mit Demokratie zu tun? Nein. Mein Vorschlag ist, die Kommission muss Handelsvertragsentwürfe gut entwickeln und dann dem Parlament vorlegen, das ist der Europäische Bundestag, und dann dem Rat vorlegen, der Handelsminister, das ist der Europäische Bundesrat. Und dann wird demokratisch entschieden in beiden Gremien. Aber bitte nicht noch in Berlin, London, Paris, Vilnius, Athen, Lissabon und schon gar nicht dann noch weitergehend in den Regionen, nicht in Stuttgart, Düsseldorf, Mainz. Denn sonst kommt irgendwann, ich habe es gesagt und schon Briefe bekommen, der Kirchengemeinderat von Biberach auf die Idee, dass er zustimmungsberechtigt werden kann. Es geht, meine Damen und Herren, um Governance, um die Frage der Regierungskunst, um die Frage, ob man handlungsfähig ist. Letzte Woche waren die chinesischen Minister bei uns zum Jahresgipfel China-EU. 9 Männer, eine Partei, keine Demokratie, keine Frauenquote, keine Frau, folgerichtig. Alle Anzug, Einreiher dunkelblau, alle Haare von links nach rechts mit schwarzer Schuhcreme gekämmt. Und wir haben bald mehr Gremien als Einwohner. Das heißt, es ist die Governance gefragt. Wer ist in einer schwierigen Zeit handlungsfähig? Ist Europa in der Lage, mitzuhalten gegenüber USA, China, Japan, Russland, anderen? Oder sind wir spaltbar, weil wir nicht zu einer kohärenten Vorgehensweise und zu einer gebündelten demokratischen Entscheidung fähig sind? Darum geht's. Und damit geht es um Sie. Denn wenn Europa nicht handlungsfähig ist, fallen wir in alte, fragmentierte Silos zurück. Und wird der Welthandel einen großen Umweg machen, um die nicht schnell, handschlagsfähig, einigungsfähig, entscheidungsfähig sind. Wenn man weiß, dass private Schiedsgerichte eine Erfindung der Deutschen sind, das waren wir, die wir in die Welt gingen, investiert haben und nicht wollten, dass man von Gerichten und von langen Verfahren, von never-ending stories abhängt, von Gerichten, die vielleicht nicht so gut wie unsere Gerichte sein sollten, sind, von Gerichten, die vielleicht parteiisch sind oder regierungsnah sind. Deswegen wurden Investitionsgerichte, Schiedsgerichte eingeführt in Oslo, in London, in New York. Übrigens, vor wenigen Wochen wurde ein neues Schiedsgericht geschaffen. Warum? Die App der Tagesschau.de ist vermutlich mit Grundversorgung nicht vereinbar, deswegen klagen die deutschen Zeitungsverleger vor Gericht. Sind seit 5 Jahren vor Gericht, haben jetzt eine Entscheidung wegen eines Tages bekommen, aber keine generelle. Das haben sie gesagt, wenn es zwischen den öffentlich-rechtlichen ARD, ZDF und den Zeitungs- und Zeitschriftenverlegern Streit gibt, wir schaffen uns ein Schiedsgericht. Wurde es eingeführt. Was ist denn das Schlimme daran, wenn eine Seite einen Anwalt ihres Vertrauens benennt, die andere einen ihres Vertrauens und ein dritter gemeinsam benannt wird, so wie Gerhard Schröder jetzt Tengelmann und Kaiser retten soll. Hat ja auch Zeit. Nord Stream 2 wird nicht gebaut und die Frau ist weg. Nur, dass diese Schiedsgerichte, die aus Vertrauensleuten beider Seiten bestehen, die schneller agieren, des Teufels sein soll, läutet mir nicht ein. Warum kämpft niemand, ich tue es eingeschränkt, aber einer ist zu wenig, dafür, dass Handelsabkommen und Investitionsschutz eben auch mit privaten, qualifizierten Schiedsgerichten schneller und Geschwindigkeit ist per se wichtig, eine Grundlage bekommt. Europa, das Projekt ist erstmals in Lebensgefahr. Vielen Dank für diesen Europaabend, generell diese Idee, diese Kultur, die von Ihnen hier seit Jahrzehnten veranstaltet wird. Besten Dank für die Einladung.
Das Projekt ist in Lebensgefahr. Dabei macht mir weniger das Europäische Parlament Sorge und weniger die Kommissionsarbeit Sorge. Sorge macht mir die Schwäche von immer mehr nationalen Regierungen. Die Handlungsfähigkeit im Rat ist nicht mehr gewährt. Hollande wäre bereit gewesen, Flüchtlinge in Deutschland abzunehmen, aber mit jedem weiteren Flüchtling wäre die Umfrage für Marine Le Pen weiter nach oben gegangen. Also macht er nichts. Andere haben gesagt, ja hoppla, das sind doch die deutschen Flüchtlinge. Die habt doch ihr gerufen. Das war doch eure Willkommenskultur. Das war doch eure Begeisterung am Bahnhof von München. Und die kommen zu euch, weil Anwälte ganz genau wissen, Asylverfahren kann man in Deutschland perpetuieren, verlängern über Instanzen hinweg. Und die Leistungen, die man in bar oder materiell bekommt, sind die höchsten. Wäre es nicht besser, wir hätten einen europäischen Asylstandard, ein europäisches Asylrecht. Denn Menschenwürde ist unteilbar. Und als Asylwerber hat Dach über dem Kopf, größere Wohnung, Wärme, Kleidung, Bildung, Nahrung, Perspektive in Irland wie in Deutschland, in Italien wie in Frankreich zu beanspruchen, nach der entsprechenden weltweiten Konvention. Da aber bei uns die Leistungen höher sind, kommen alle zu uns. Und da das Thema einer weiteren Grundgesetzänderung, Artikel 16, 16a, noch nicht mal offen diskutiert wird, schon gar nicht grundgesetzänderungsfähig ist, bleibt es dabei, alle wollen zu uns. Wir in Brüssel bauen auf eine starke deutsche Mitwirkung. Wir in Brüssel wissen, dass die deutsche Volkswirtschaft derzeit die treibende Kraft der europäischen Wirtschaft insgesamt ist. Was wir aber nicht wollen, ist Befehle aus Berlin. Die Energiewende wurde mit uns nicht abgestimmt. Der Hals-über-Kopf-Ausstieg aus der Kernkraft, die Neugründung von Stadtwerken, auch hier die Übernahme der Stromnetze. Bald haben wir mehr Stromnetzeigentümer als Stromverbraucher in Deutschland. Habt alles ihr gemacht. Warum? Weil es unserem Deutschland derzeit nicht gut und nicht sehr gut, sondern zu gut geht. Ihnen und mir geht es derzeit zu gut. Und wem es zu gut geht, der hat Flausen im Kopf. Der führt die Rente mit 63 ein, schafft die Mütterrente, die bald noch verdoppelt wird. Wenn die Verdopplung, die Seehofer, ein Populist Leid fordert, und er fordert sie, kommen soll, er sagt alles, dann wird die Rente mit 62 eingeführt. In der Mathematik gilt, Minus mal Minus gibt Plus, aber in der Rentenkasse ist Minus plus Minus Doppel Minus. Und nicht das Gegenteil. Wenn dann noch die Rente mit 61 kommt und dann die Rente mit 60 kommt, würde ich meinem Sohn empfehlen, mache nicht G8 oder G9, mach G15, bist du auch nicht durch. Danach ein langes Studium und wutsch in die Rente ohne einen Tag in der Arbeitswelt. Die deutsche Tagesordnung mit Mütterrente, Mindestrente, Rente mit 63, Betreuungsgeld, der komischen Maut, die aber nicht kommen wird, bald noch mit der Pflicht-Homo-Ehe, wenn sie eingeführt wird. Die deutsche Tagesordnung genügt meiner Erwartung an deutsche Verantwortung in keiner Form. Wir müssten dringend über die Rente mit 70 sprechen und wie man Menschen mit 40, 50, 60 Jahren beruflich qualifiziert, dass der Weg geht. Wir müssen dringend über mehr Leistung sprechen, dass von Holland bis nach Basel eine wachsende Zahl von Rheinbrücken für Lastkraftwagen nicht mehr befahrbar ist. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wir müssten dringend über Innovation und Investitionen sprechen und nicht uns einig sein, was man alles nicht will im deutschen Romantiktal. Wir wollen keine Kernkraft, abgehakt. Keine Kohlekraft, in dieser Stadt ebenso. Keiner kämpft dafür. Wir wollen keine Windräder, die man sieht, die Dänen installieren, Windräder offshore mit den Rohrstiefeln, direkt am Strand. Und wir sagen, die dürfte man auf Borkum und auf Sylt im Strandkorb nicht sehen, also Erdkrümmung hilft, 50 Zentimeter. Kostenfaktor 7-mal teurer, die Installierung.
Wir wollen keine Stromleitungen, die man sieht. Wir haben im Norden Deutschland, onshore, offshore, Unmengen an Windstrom, den im Norden niemand braucht, weil im Norden die Industrie nicht ist. Früher ging die Industrie zur Energie, Ruhrgebiet. Heute nicht mehr. Heute muss die Energie dorthin, wo die Industrie noch ist. Sie ist im deutschen Süden und nicht im deutschen Norden. Verkürzt. Und da der Krabbenfischer die Krabben ohne Strom poolt, ob er sie in Italien poolen lässt? Nachweisbar. Wir nützen derzeit, wir missbrauchen Stromleitungen von Polen, Belgien, Holland, Tschechien, damit der Strom volatil aus dem deutschen Norden in den deutschen Süden kommt. Zu Wacker Chemie in Burghausen, zu BMW in Dingolfing, zu Daimler in Stuttgart, etc. Ich mach das doch. Ich sage es überall öffentlich. Ich mache es überall. Keine Sorge. Ich habe da keinen Nachholbedarf. Nur, Sie werden erleben, dass bald auch im deutschen Norden Stromleitungen oberirdisch nicht mehr durchsetzbar sind. Denn was in Ingolstadt möglich war, bodengebunden, Kostenfaktor siebenfach so hoch, wird man überall erwarten. Und der deutsche Strompreis ist schon jetzt ein Grund, dass die deutsche intensive Industrie geht. Oder aber massive Ermäßigungen auf Rubis braucht, die der, der nicht ganz so energieintensiv ist, voll on top bezahlen muss. Und jetzt kommt die digitale Revolution hinzu. Und wir leben in einer digitalen Revolution. Und Sie werden erleben, dass jeder Sektor der Wirtschaft von ihr geprägt werden wird. In der Vergangenheit war es der Sektor selbst. Hardware, Software, Telekommunikation und Technologien eine Wanderung begonnen durch alle Sektoren von Wirtschaft und Gesellschaft hindurch. Der Filmsektor ist digitalisiert. Der Mediensektor wird gerade digitalisiert. Wenn ich am Flughafen Hamburg bin, ich habe noch gerne eine Zeitung in der Hand. Newspaper. Neuigkeiten auf Papier. Früher hatten alle eine Zeitung zur Hand. Da bin ich der Einzige. Die anderen Köpfe gesenkt. Display an, online, unterwegs. Der Netflix-Chef war vor zwei Jahren in Deutschland und sagte, ARD und ZDF gibt es in der Form in 10 Jahren nicht mehr. Hoppla. Ich schaue gerne ZDF. Mein Sohn, 18 Jahre alt, freiwillig nie. Der muss ich, wenn wir ein Hotelzimmer gemeinsam beziehen, auf dem Sofa anschnallen, festbinden, Fernbedienung weit genug weg, dass er diese schwachsinnigen Kochsendungen eine halbe Stunde akzeptiert. Der schaut ZDF nur dann, wenn dort und nur dort ein Fußball-Länderspiel kommt oder wenn dort Freitagnacht, heute Show, der Alte verarscht wird. Beides kommt vor. Die Banken werden digitalisiert. Sie haben eine tolle, stolze Hamburger Sparkasse. Wann waren Sie zum letzten Mal in der Filiale drin? Ich rede jetzt nicht vom Unternehmer, ich rede vom Normalbürger. Sie brauchen eine Filiale und Beratung, wenn Sie Unternehmer sind. Oder wenn Sie ein Haus erben oder eine Wohnung kaufen wollen. Oder die Oma stirbt oder die Scheidung droht. Aber Ihre Angestellten brauchen eine Filiale und Beratung nicht. Die brauchen einen Geldautomat, solange man noch in bar bezahlt, was sich in wenigen Jahren ändern wird, nicht durchgesetzt. Aber was das Baltikum kann, kommt zu uns. Garantiert. Geldautomat gibt es überall. Und Sie brauchen eine Online-Banking-Kompetenz und ein Smartphone oder iPad für die digitale Finanztransaktion. Bankfilialen braucht der normale Bürger nicht mehr. Meine Mutter ist 91 Jahre alt, sie gibt gerne für die Bank. Hat 3 Konten, halbwegs vermögend, noch gesund, hebt immer nur auf der Bank am Schalter 150 Euro ab, damit sie oft wiederkommen darf. Was für die Vorfahren die Parkbank war, ist bei Mama die Volksbank. Ein Ort sozialer Wärme und Kommunikation. Aber mein Sohn macht Kommunikation via Facebook, online. Und nicht auf der Parkbank, nicht auf der Volksbank. Deswegen schließen Deutsche Bank, die Filialen ungeordnet, Commerzbank geordnet, HVB ist schon weg. Und die Sparkassen in Holstein schließen die Filialen überall dort, wo der Bürgermeister nicht im Kreistag sitzt. Dort, wo er drin sitzt, bleibt die Filiale offen, bis der in Ruhestand geht, der Nachholladen runter, Filiale zu.
Nicht alle Themen der Politik muss man europäisieren. Aber eine digitale Strategie macht nur europäisch Sinn. Was sind die 5 Bausteine unserer europäischen digitalen Strategie am Schluss? Erstens, Projekte der Forschung und Innovation. Von Robotik über Photonik, Aktorik, Sensorik zu Quantum Technology, Nano- und Microelectronics bis hin zu High-Performance Computing. Kein Unternehmen alleine ist stark genug, kein Land allein groß genug. Um die Milliarden in die Forschung und Entwicklung zu stecken, damit man gegen USA und Asien mithalten kann. Gemeinsam, die europäische Industrie, in einer Public-Private Partnership, gemeinsam Horizon 2020, unser Forschungshaushalt und der von Frau Wanka in Berlin und der von Paris und anderen, haben wir die Kraft, damit wir dort, wo wir vorne sind, Robotik, vorne bleiben und dort, wo wir hinten liegen, nach vorne kommen. Übrigens Robotik, Kuka, der Innovationsführer. Börsenkurs 66 Euro, Angebot von einem Kühlschrankhersteller, privater Unternehmer in China, aber durch Staatsgarantien gedeckt. Er hat 115 Euro geboten. Da wurden die Volks und andere schwach. Die Chinesen haben eine klare Strategie. We innovate, yes, no. Sektor für Sektor, Produkt für Produkt. If no, we buy. Und deswegen Arm, deswegen Alkstron, deswegen KUKA. Und wir haben dazu keine Strategie. Ich unterstütze Sigma Gabriel ausdrücklich. Wenn ein Markt für uns offen ist, wenn man in einem Land erwerben, gründen, Joint Ventures, investieren, Aktien kaufen kann, dann eine gegenseitige Offenheit. Wenn man aber weiß, man in China kaum in strategisch wichtige Sektoren hineinkommt, nicht frei übernehmen darf, dann sollte dies ein Grundsatz der Gegenseitigkeit sein oder man ist letztendlich naiv. Naivität wäre die falsche Grundsatz. Forschungsprojekte, Innovation, zweitens Infrastruktur. Ich bin vor ein paar Wochen mal von Hamburg nach Stuttgart gefahren. Nur Autobahn. Mein Büro in Brüssel hat mir Telefonpartner zum Gespräch vermittelt. Ich hatte 10 auf der Liste, ich habe am Ende 28 Gespräche, aber nur mit 6 der 10 geführt. Die Funklöcher haben sich seit Jahrzehnten bewährt. Und wir sollten wissen, dass die digitale Infrastruktur die wichtigste wird. Für den Wert eines Grundstücks, siehe Ektorial, Real Estate, siehe MIPIM, nicht mehr der Blick auf das Mittelmeer, nicht mehr die Nähe zur Autobahn, nicht mehr die Lage im Wiesengrund, sondern online oder offline, schnell oder langsam, wird wertbildend und wertmindernd sein. Wir haben einen Ausblick auf den Bedarf an Datentransporten 2025 gemacht. Wenn man alles addiert, Upload, Download, Streaming Services, Social Media, IoT, Industrie 4.0, Maschine zu Maschine, B2B, Telemedizin, Connected Cars, Platooning, Connected Trucks, reicht eine Ertüchtigung des Netzes von 3 auf 30 Megabit nicht aus. Ist 50 nicht das Ziel, 100 nicht das Paradies. Wir müssen über die Gigabit-Gesellschaft, über 500, 1000 und mehr Megabit reden, wenn man nicht im Datentransport im Verkehr ersticken will. Deswegen kann ich für den ländlichen Raum nur sagen, lieber Schlaglöcher als Funklöcher akzeptieren. Schlaglöcher hält der Stoßdämpfer aus, Funklöcher verunmöglichen jedes Geschäft. Und Ihr Sektor Logistik, Transport ist ebenfalls voll in der Digitalisierung drin. In Echtzeit zu wissen, wo gerade welche Container und Inhaltsstoffe, welche Ware ist. Wie die Temperatur für den Bananencontainer auf dem Weg von Marokko nach Hamburg ist. Die Steuerung von Rohware, Fertigware zu organisieren, zuzuliefern just in time. Oder aber Platooning. Die Nutzfahrzeuge IAA in Hannover vor 4 Wochen war eine Connected Trucks IAA. Und wir werden jetzt ein Testfeld vorbereiten, wie man 5 Lastkraftwagen, 10 Meter Abstand, 100 Kilometer schnell vom Süden Deutschlands ins Schwarze Meer kommt.
entlang des Donauraums durch 7 Mitgliedstaaten plus Serbien durch mit 8 Telekom-Companies. Übrigens, fahren Sie mal über irgendeine beliebige Gebietsgrenze. Dänemark, Holland, Polen. Sie haben eins garantiert. Sie haben ein Funkloch. Wenn Sie in Westeuropa fahren, der Kofferraum wird nicht mehr kontrolliert, der Pass wird nicht gezeigt. Sie zahlen noch keine Maut. Das Geld bleibt gleich, aber Sie haben ein Funkloch. Nationale Gebietsgrenzen stammen von Napoleon und dem Wiener Kongress danach. Vom Krieg gegen die Dänen, vom Krieg gegen Napoleon III., vom Ersten Weltkrieg und der Sei danach, von Jalta und Potsdam nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber Napoleon hat, und nationale Gebietsgrenzen bleiben wichtig für Kultur, Sprache, innere Sicherheit, Bildung, anderes mehr. Aber er hat von digitaler Kommunikation nichts gewusst. Damals gab es die Buschtrommel und die Brieftaube und deswegen Waterloo. Und deswegen fordern wir eine Europäisierung der Spektrumpolitik. Eine Harmonisierung der Frequenzvergaben ein. Ansonsten würde das Ganze mit Connected Cars an der Grenze nicht funktionieren. Nicht alle Themen der Politik muss man europäisieren. Aber digitale Strategien machen nur europäisch Sinn. Ihr Europaabend. Europa als Projekt. Wir müssen uns entscheiden. Wollen wir die Welt von morgen ein bisschen mitgestalten? Wollen wir nur S-Klasse? Oder wollen wir auch Werte exportieren? Wollen wir unser Menschenbild einbringen in die globale Diskussion? Wenn wir die Welt von morgen ein bisschen nach unseren Werten, unserem Menschenbild gestalten wollen, wenn wir nicht nur S-Klasse exportieren wollen, dann brauchen wir die europäische Dimension. Nehmen wir einmal mein Heimatland, Baden-Württemberg, und gleich noch die stolzen Bayern hinzu. Von Kiel bis Passau, von Weinheim bis Garmisch leben weniger Menschen als in Shanghai. Eine Stadt, deren Größe in China 5-mal und bei 15-mal besteht. Nehmen wir Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, MacPom, plus Brandenburg und Berlin. Kleiner als Beijing. Ist Ihnen diese Dimension eigentlich bewusst? Die Welt von morgen wird trotz G20, G8, G7 nicht von diesen Gremien, sondern von G2 oder G3 bestimmt. Wenn G2 die Welt von morgen, Krieg gegen Diktatoren, Frieden oder Standards für die Wirtschaft, die Normung eines Stickers an der Steckdose für ein Elektromobil oder für Ladekabel oder Klimaschutz voranbringen will, dann sind dies die Vereinigten Staaten von Amerika mit sinkendem, China mit steigendem Geld. Europa kann der Dritte im Bunde sein. Aber nur Europa. Denn Deutschland bei allem Respekt ist bald noch 1% der Weltbevölkerung. Hätten Sie 1% der Aktien der SAP, werden Sie eine reiche Frau, ein reicher Mann bekämpfen. Einmal im Jahr die Einladung von Plattner zur Hauptversammlung, den Bericht des Vorstandsvorsitzenden, wenn es gut geht, es geht gut, nach Würstchen, Brötchen, Senf und Bier. Ende der Veranstaltung. Für einen Sitz im Aufsichtsrat reicht 1% der Aktien nicht. Da braucht man 5% und mehr. Europa hat noch 7% der Weltbevölkerung. Das ist wie in der Politik, das weiß der Wähler und die FDP. 5%. Und deswegen, wenn wir die Welt von morgen, die Zukunft für unsere Kinder und Enkelkinder ein bisschen nach unseren demokratischen, staatsbürgerlichen Überzeugungen, nach unserem Menschenbild, nach unserem jüdisch-christlichen Menschenbild prägen wollen, geht es nur im europäischen Team. Oder es wird von anderen gemacht. USA, China und in 15 Jahren von Nigeria, Indonesien, Indien, Länder, die eine jüngere Bevölkerung haben, die eine steigende Bevölkerungszahl haben, die Bodenschätze haben. Aus unseren Böden kommt Zuckerrüben, Weizen und Trolling heraus. Das reicht von Stehenfang nachher. Aus deren Böden kommt Eisenerz, Gold, Gas und Öl heraus. Das gibt Macht. Und deswegen, das europäische Projekt, es ist in Lebensgefahr, aber notwendig, wenn das Jahrhundert, das noch immer vor uns liegt, für unsere Kinder und Enkelkinder auch ein europäisch-christlich-jüdisches, demokratisches Jahrhundert werden soll. Besten Dank. Applaus